Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, dem Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich, der auch an der Hochschule Benedikt XVI. Professor ist am Stift Heiligenkreuz. Pater Karl, ein Bub kommt heim und legt dem Vater das Zwischenzeugnis vor und der Vater sagt, da sind ja lauter Vierer und Fünfer drin. Da sagt der Bub zum Vater, Vater, die Hauptsache ist, wir sind gesund. Das soll unser Thema sein in dieser Sendung. Es gibt ja verschiedene Heilmethoden, die sogenannte Schulmedizin, alternative Heilverfahren, Naturheilverfahren. Und zu all dem haben wir ein paar Zuschriften. Das ist nicht eigentlich unser Thema, aber dennoch, wir haben eine ganze Reihe von Zuschriften zu diesen Fragen. Das sind Fragen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer einfach bewegen. Ich beginne mal mit einer kleinen Einführung zur Homöopathie. Das ist eine Heilmethode, die von Samuel Hahnemann entwickelt wurde. Der hat gelebt von 1755 bis 1843. Diese Arzneimitteltherapie folgt dem Prinzip, Ähnliches durch Ähnliches zu heilen. Eine Kritik lautet, die homöopathischen Mittel werden dann aber so stark verdünnt und geschüttelt, dass von der ursprünglichen Substanz so gut wie keine Moleküle mehr nachweisbar sind. Jetzt haben wir hier eine Zuschrift dazu, eine grobe Einführung in diese Homöopathie. Ich bin auf Ihre Sendung im Internet gestoßen mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich finde das im Übrigen sehr hilfreich in dieser Fülle von verwirrenden Aussagen und Beiträgen zu allen nur möglichen Themen. Zu meiner Frage nun, Homöopathie, wie steht die katholische Kirche dazu? Ein Priester dieser Kirche sagte mir einmal, das sei vom Teufel. Jahre vorher empfahl mir ein anderer katholischer Priester eine homöopathische Ärztin. Es geht um freiverkäufliche Mittel aus der Apotheke. Auch im Internet gibt es nur verwirrende Aussagen. Orientierung und Klarheit von Ihrer Seite würde mich freuen. Ich freue mich, dass es Ihre Sendung gibt. Vielen Dank. Ja, Thomas, ich bin ein frommer Dogmatikprofessor und jetzt für die Weltmission zuständig. Ich bekomme tatsächlich auch viele Fragen in diese Richtung. Meine Haltung dazu ist, ich verstehe es nicht, warum das funktionieren soll, Homöopathie. Ich verstehe es nicht. Also ich bin ganz auf der Linie der klassischen Medizin. Ich habe auch so viele gute, fromme, gläubige, tiefgläubige, junge Ärztinnen und Ärztinnen, mit denen ich befreundet bin. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder hier in Wien und so weiter. Also das sind ganz brave, normale Schulmediziner, wo ich mich gut aufgehoben fühle und die wissen, wie man jetzt eben Krankheiten therapiert. Ich sehe natürlich auch, sobald man eine Krankheit hat oder ein Problem hat und das wird mit der Schulmedizin nicht so, dann ist man zu allem offen. Ich habe gläubige Leute erlebt, ja, die immer in die Kirche gegangen sind, aber wie sie eine schwere Krankheit hatten, ist plötzlich eine Magierin gerufen worden oder eine Hexe sogar. Also da gibt's wirklich in dieser Not, das kann man auch verstehen, ja, wenn man krank ist, dann ist man außer sich, man möchte Hilfe bekommen. Und ich möchte jetzt nicht direkt was gegen die Homöopathie sagen, weil manche Leute können da vielleicht bezeugen, dass ihnen das geholfen hat. Es gibt ja hier auch Effekte, die nicht bloß auf die Substanzen zurückzuführen sind, sondern einfach auch psychologischer Art. Wir wissen, wie wichtig eben jetzt auch diese psychologische Dimension eben jetzt auch bei einer Therapie ist. Also das geht nicht nur um die Körperflüssigkeiten, Substanzen oder Medizinen, die wir uns da einfügen, sondern das hat auch etwas mit der psychologischen Dimension zu tun, die auch jetzt eben ein wesentlicher Bestandteil der Therapie ist. Also wir sehen ja das auch Leute, die sich selbst aufgeben, ja, also die werden dann wirklich nicht mehr gesund, während Leute, die wirklich kämpfen und sich anhängen und wollen, ja, und zu mitteln, dass die dann eher wieder rauskommen. Viktor Frankl, nicht Logotherapie, also du brauchst einen bestimmten Sinn. Und in dieser Richtung könnte ich mir eine Wirkung der Homöopathie jetzt eben vorstellen. Soviel ich weiß, ist es nicht mit irgendwelchen religiösen Praktiken verbunden, also die dann eben jetzt wirklich, wie soll ich sagen, in Richtung Aberglaube geben, so es gibt's auch, da bin ich ganz dagegen. Also drum habe ich nie ein negatives Urteil gegen die Homöopathie abgegeben, aber ich bin hier eben nicht Experte und eben wie die Zuschrift ja gesagt, im Internet ist auch alles verwirrend und mir geht es eigentlich auch so, weil ich kenne auch Priester, die dann ganz dagegen sind.
Also meine persönliche Sache ist, ja, also nutzt nichts, schadet nichts. Ich würde zum normalen Arzt gehen und nicht eben auf so kleine Kügelchen jetzt einfach setzen. Aber wenn es ja jetzt Leute gibt, die sagen, uns mir hat das geholfen, ich bin normalgläubig, ich liebe Jesus und ich glaube an Gott und so weiter und die Homöopathie, Homöopathie, ja. Homöopathie, ja, also ist etwas, das mir gut tut. Also ich würde da keine Geschütze dagegen auffahren. Es war die Frage drin, wie steht die katholische Kirche zur Homöopathie? Mir sind keine offiziellen Stellungnahmen bekannt. Wenn Ja, auch jemand nicht. der Zuschauerinnen und Zuschauer was weiß, bitte schreiben Sie mir. Mir sind keine bekannt. Ich weiß nur, dass viele Christen die Homöopathie ablehnen und die führen an, Hahnemann sei Freimaurer gewesen und er sei dem Buddhismus zugewandt gewesen. Für mich persönlich ist entscheidend, dass man aus all diesen Fragen keine Religion macht. Das gilt aber auch für die Hildegard-Medizin. Wenn ich das alles so betreibe wie Genau. eine Religion, aber was Homöopathie betrifft, da halte ich mich, ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mehr an die Wissenschaft und da an den Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin. Das ist ein Experte für Naturheilverfahren. Und er gab mal ein Interview, Zeit Online. Und ich lese mal die paar Sätze vor, die helfen vielleicht. Herr Professor Michalsen, wir wollen über Naturheilkunde sprechen. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Was soll das überhaupt sein? Und dann sagt Michalsen, die Naturheilkunde macht sich Heilfaktoren aus der Natur zunutze. Wir arbeiten mit Kälte, Wärme, Entspannung, mit den Wirkstoffen aus Pflanzen, mit ganz verschiedenen Formen von Reizen. Und dann die Frage, gehört die Homöopathie dazu? Zu den Naturheilverfahren ist die Frage. Michalsen antwortet ganz klar, nein, Naturheilkunde und Homöopathie sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe selbst homöopathische Therapie gelernt, wende sie aber nicht mehr an, weil mir bei meiner eigenen klinischen Anwendung die Effekte nicht gut genug waren. Pater Karl, ich glaube, wir sollten es da damit Ja, belassen und das ich aber, übersteigt. ja, Du es kannst gerne noch was sagen. übersteigt unsere theologische Kompetenz, weil es ist eigentlich nichts Religiöses, wie du gesagt hast. Ich kenne auch keine kirchliche Stellungnahme dazu. Ich kenne Priester, die das für unbedenklich halten. Ich kenne gute Priester, die wieder sagen, nein, man soll das lassen. Und das ist auch ein Bereich, wo es in Richtung Esoterik geht und so weiter. Ich habe nie eben dagegen geschossen, gegen die Homöopathie. Aber ich habe selbst nie, also einmal hat man mir das angeboten, habe ich gesagt, also auf diese Kügelchen und so, also, da glaube ich nicht, dass ich das brauche. Naturheilkunde, wie du es gesagt hast, funktioniert ja wieder eben eigentlich klassisch, weil hier geht es um die Substanzen und so weiter, die in bestimmten Pflanzen sind, die Heilkräfte, die immer schon gekannt worden sind und dann genützt werden. Was ja, also da muss man auch die normalen Medikamente, da bin ich jetzt auch wieder nicht Experte, aber die werden ja auch, die werden zwar jetzt eben produziert und so weiter und so fort, aber das ist ja kein Gift, das da gemacht wird, sondern da werden ja auch bestimmte Moleküle und bestimmte Substanzen, bestimmte Elemente jetzt eben verwendet, die eben einen therapeutischen Effekt eben haben oder bestimmte Enzyme, die dir dann jetzt eben in deiner physiologischen Gesundheit, Genesung jetzt eben helfen. Also das ist ja. Also ich bin wirklich ein Anhänger der klassischen Medizin und ich habe was anderes noch nie gehabt und ich war immer in guter Hand bei diesen guten, gläubigen Ärzten, die sich dann um einen kümmern. Aber ich glaube, man muss das wirklich so stehen lassen. Mir tut es immer weh, wenn dann, wie soll ich sagen, also da hinter jeder Ecke schon der Teufel gesehen wird, weil es sind auch viele gute Dinge erfunden worden von Menschen, die gar nicht katholisch waren und die viele gute Dinge sind von Freimaurern erfunden worden, viele gute Dinge sind von nicht Christen erfunden worden. Also da geht es um das Gutsein der Sache selbst und nicht um den Erfinder, der dahinter steckt, beziehungsweise wenn das eine Erfindung ist, die nicht eben jetzt seinen weltanschaulichen Horizont, der negativ christlich wäre, abbildet, dann ist die Erfindung in ihrem Gutsein zu bewerten und nicht vom Erfinder her. Ich war ja kurz mal Pfarrer in Bad Wörishofen, der achte Nachfolger von Pfarrer Kneipp. Seine Therapie, seine ganzheitliche Therapie ist ein Naturheilverfahren und funktioniert nach dem Prinzip auflösen, ausleiten, stärken. Das ist so ein Prinzip, das auch Michalsen vorher genannt hat. Pater Karl, wir kommen zu einer weiteren Zuschrift. Sehr geehrter Pater Karl, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, was ist das mit Fußreflexzonenmassage? Danke Ihnen beiden für die halbe Stunde der Seelsorge.
Bitte machen Sie weiter mit freundlichen Grüßen. Kenne ich nicht, klingt aber gut und ganz normal, ja, weil unser Körper wirklich so ein energetisches System auch ist, das der liebe Gott hat. Also mir hilft zum Beispiel, also weiß jetzt nicht, was Fußreflexmassage ist, also kann man auch nicht vorstellen, dass das jetzt was Esoterisches ist, aber es gibt so bestimmte Nervenpunkte. Wenn ich zum Beispiel müde bin, dann drücke ich mir immer hier, ja, also in den Nagel rein, ja, also hier auf der Seite vom Nagel, und dann bin ich wirklich wacher, ja. Oder meine Schwester, die Sport studiert hat, die sagt, wir haben hier zum Beispiel am Brustbein, da gibt es irgendeine Drüse, wenn man sich da drauf haut, ja, dann wird man auch wieder stärker und so weiter. Und solche Massagen und so, die haben wirklich etwas damit zu tun, dass wir eben in unserem Körper Nervenströme haben, ja, und so weiter, und die wirklich auch energetisiert werden können, indem an bestimmten Punkten gedrückt wird und so weiter und so fort. Also ich kenne es jetzt nicht, ja, aber also es klingt völlig harmlos für mich. Ich habe nachgeschaut, also genau genommen heißt es Fußreflexzonentherapie, stammt aus Jahrtausende altem Volkswissen. Es gab schon vor 5000 Jahren in China, aber auch in Lateinamerika nachgewiesen und in Ägypten. Es geht eben um Schmerzlinderung, wie du gesagt hast, durch Druckpunkte, die durch spezielle Grifftechnik aktiviert werden. Das hast du gerade vorgeführt. Ja. In dem Fall geht es um den Fuß, der wird in Längszonen eingeteilt, wo sich die Punkte befinden, die dann im Blick auf Kopf, Hals, Brust, Bauchorgane aktiviert werden. Die Fußreflexzonentherapie ist als Naturheilverfahren anerkannt. Ja. Pater Karl, wir kommen zu einem weiteren Thema. Ich glaube, auch darüber gibt es keine Offenbarung, nämlich das Thema Akupunktur. Entstammt der TCM. TCM ist die traditionelle chinesische Medizin. Dagegen wird die TEM gesetzt, die traditionelle europäische Medizin, wie zum Beispiel das Naturheilverfahren nach Kneipp. Also bei der Akupunktur werden Nadeln an über 300 sogenannten Akupunkturpunkten gestochen. Dadurch soll eine Reizung ausgelöst werden, damit die Energie Qi wieder ungestört fließen kann. Der philosophische Hintergrund sind Yin und Yang. Dies seien aus dem Gleichgewicht geraten. Die Akupunktur hilft dann, dass diese wieder ins Gleichgewicht kommen und zum Beispiel Schmerzen gelindert werden. Jetzt natürlich die Frage wieder, sehr geehrter Pater Karl, sehr geehrter Pfarrer Rimmel. Akupunktur, passt das mit unserem Glauben zusammen oder sollte man das meiden mit freundlichen Grüßen? Punkt, Punkt, Punkt. Also jetzt nochmal das mal platt zu sagen, ja, ich kann diesen religiösen Hintergrund an Yin und Yang und so weiter, das ist ja eher Philosophie als Religion. Ja, also dieses Ganzheitliche ist natürlich Pantheismus, der im Grund dahinter steckt und so weiter. Aber wenn es funktioniert und wenn es therapiert, ja, also dann ist es ja etwas, das funktioniert über unseren Leib, ja, indem unser Leib eben an bestimmten Punkten dann eben, wo reingestochen wird, Energien entwickelt oder therapeutische Kräfte entwickelt. Also ich würde das auch nicht negativ jetzt einfach sehen. Und ich meine, wenn du da Sorge hast, dass das irgendwie ist, dann legst du halt dorthin und betst dabei den Rosenkranz, während da die Nadeln reingestochen werden. Ja, was soll dann passieren? Also ich sehe das wirklich eher pragmatisch, das Ganze, ja, dass das immer dann so religiös aufgeladen wird. Ich weiß zum Beispiel, wie ich Myanmar war, dort haben wir also eine Kinderschule, armselig dort, also der Pfarrer wirklich, und wir konnten dem eben helfen, der macht große Jugendlager, und dann ist mir heiß und kalt über den Rücken gelaufen, wie er gesagt hat, sie beginnen immer in der Früh mit Yoga. Ja, und Yoga hat einen weltanschaulichen Hintergrund, und dann habe ich das gesehen, wie die das dort machen. Das, was die unter Yoga dort verstanden haben, das waren bloß Atemübungen und das waren bloß irgendwelche Entspannungsübungen mit den Kindern und so weiter, damit sie dann eben miteinander beten können. Ja. Und das haben die dort Yoga genannt, und das war überhaupt nichts religiös, was wegführt vom Christentum, sondern es war einfach eine Aufwärmübung dann für die Heilige Messe und fürs Gebet und so weiter. Und ich habe dann aber gesagt, also das werden wir hier nicht bringen, weil dann eben die Leute Yoga und Yoga und Yoga, aber es war dort wirklich nichts anderes als Atemübungen, ja, dass die Kinder ruhig werden und dass die Kinder dann, also, und ich würde das mit Akupunktur auch so sehen, man soll da nicht überall jetzt eben, der Teufel wütet heute derartig in der Welt, ja, also das ist wirklich schlimm, und die Leute sind dann ganz verwirrt, und dann sehen sie auch hinter Dingen, die, wie soll ich sagen,
wo vielleicht ein Hintergrund ist, der nicht christlich ist, das ist ja sicher der Fall, aber eben wo die Wirkung nicht deshalb kommt, weil ein nicht christlicher Hintergrund ist, sondern die Wirkung deshalb kommt, weil diese Nadeln offensichtlich Punkte treffen, das, was wirklich dann etwas an einem verändert. Wie ich einen Bandscheibenvorfall 2016 habe, hatte ich auch das erste Mal so eine Massage, ja, die war ganz weg, was das alles in einem auslöst, ja. Und ich weiß auch nicht, ob der mich massiert hat, ob das ein Atheist, ein Buddhist oder sonst irgendwas war, aber es war einfach gut, ja. Also ich war nachher wieder, es ist mir viel besser gegangen. Also ich würde sagen, schaut's, was wollt ihr damit haben? Ihr wollt eine körperliche Wirkung haben. Wenn diese körperliche Wirkung kommt, ich glaube, dann ist es legitim, dass man eben auch Akupunktur jetzt anwenden lässt. Also definiert wird ja Akupunktur als Stechen definierter Punkte der Körperoberfläche mit Nadeln zu therapeutischen Zwecken. Und der chinesische Begriff Zhenjui bedeutet Stechen, Brennen und bezieht damit die Erwärmung der Haut mit ein. Also ein ganz wichtiger Faktor, diese Erwärmung, wenn es um den Heilungsprozess geht. Was wichtig ist, was ich sagen möchte, die chinesische Akupunktur ist als Naturheilverfahren anerkannt. Pater Karl, mir ist überhaupt Na wichtig schau. in dieser Sendung, dass wir einfach zu sagen, zu Risiken und Ja. Nebenwirkungen dieser Sendung fragen Sie einen Apotheker oder Arzt, weil wir sind ja nicht die Experten für dieses Thema. Genau. Also das ist eben wirklich wichtiger. Noch einmal, bitte eben jetzt, also diese medizinischen Dinge funktionieren eben nach der Ordnung der Natur. Ja, und unser Herr, der uns geschaffen hat, hat uns seinen Leib gegeben, der hat seine Eigengesetzlichkeit, dass das Geistige dazukommt, dass wenn du krank bist, dir Gebet hilft, ja, Gottvertrauen hilft. Es gibt sogar ein Sakrament der Krankensalbung. Ich habe es vor kurzem erst jemand gespendet, der nicht todkrank war, also nicht sterbenskrank, aber doch in einer Situation, wo es sehr bedrückend war, ja, und wo man nachher dann auch gesehen hat, aufrichtet. Also unser Herr ist gekommen als der Arzt, als der Heiland, der die Menschen jetzt eben gesund macht. Und er hat uns einfach auch naturwissenschaftliche Kenntnisse gegeben, damit wir eben mit den Mitteln der Natur unseren Leib jetzt eben heilen. Und man soll dann nicht hinter allem und jedem eben jetzt schon den Teufel sehen und irgendeinen Glaubensabfall jetzt eben vermuten oder da meinen, dass dadurch böse Kräfte gar in einem eindringen und so weiter. Also da würde ich bitten, cool down. Ja, wenn du eine gute Beziehung zu Gott hast, wenn du im Gebet bist, wenn du auf die Sakramente vertraust, da hat der Apostel Paulus dann auch so ein Wort, nicht? Also was soll dir dann schaden? Dem Reinen ist alles rein. Also Akupunktur setzt ja auf das Prinzip der Aktivierung der Selbstheilungskräfte, deshalb auch ein Naturheilverfahren. Und an diesem Beispiel Akupunktur verdeutlicht dieser Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin. Der hat ein Buch geschrieben, das möchte ich einfach empfehlen. Ich glaube, sein Vater oder so, oder der war auch Kneipparzt in Bad Waldsee im Oberschwäbischen. Und er hat ein Buch geschrieben, Heilen mit der Kraft der Natur, und da habe ich das raus. Und der bringt diesen psychologischen Aspekt, auf das möchte ich auch noch kommen, was du eigentlich schon am Anfang in deiner Weisheit erwähnt hast. Eine Gruppe von insgesamt 262 Probanden wurde auf eine Warteliste gesetzt und erhielt vorläufig keine Behandlung. Eine zweite erhielt Akupunktur, ohne besonderes Drumherum. Die dritte aber konnte in Zuwendung baden. Und das geht's jetzt. Die Personen, welche die Nadeln setzten, unterhielten sich mit den Patienten, zeigten Mitgefühl und Verständnis für sie und hatten Körperkontakt. Das Ergebnis: Je mehr Zuwendung die Patienten erhielten, desto mehr gingen ihre Symptome zurück. Also auch Heilung einfach durch menschliche Zuwendung. Also das ist ein wichtiger Aspekt, nicht, der heute ja eh überall schon stark kommt. Was ein bisschen ich hier noch, was mir noch einfällt, ich hatte mal so die Idee für Priester, so eine Gesundheitswoche in Heiligenkreuz anzubieten. Also das Interesse war mäßig, aber es waren 6 oder 7 Priester waren doch da, jüngere, ältere. Und ich hatte einen großartigen, wie soll ich sagen, Therapeuten, einen Sportmediziner. Sein Bruder ist Priester, das war der Martin Rinderer aus Vorarlberg. Und ein junger Mann, junger Familienvater,
damals gerade ein kleines Kind bekommen und so weiter. Und der hat uns das gehalten und von dem haben wir unglaublich viel gelernt. Also was das bedeutet, kalt baden und so weiter, dann bestimmte Atemübungen, bestimmte Körperübungen und so weiter, Körperspannung. Dann hat er gesprochen eben von diesem Fett, was ich, da sollten wir eigentlich in der Kirche viel mehr, ist er wirklich ganz tollgläubig, der Bruder ist der Peter Rinderer, ein Salesianer Don Boscos. Und der Martin hat uns damals wirklich ganz tolle Tipps gesagt. Weil ich hier mit dem achten Nachfolger vom Pfarrer Sebastian Kneipp spreche, wie du dich gerade tituliert hast, ja, weil du ja Pfarrer in Bad Wörishofen warst. Ja. Also ich finde den Kneipp auch faszinierend, weil er dieses Thema jetzt eben Körperlichkeit, ja, Naturheilkraft, ja, und zugleich eben Gläubigkeit miteinander verbunden hat. Also wir bestehen eben, wie das vierte Laterankonzil sagt, aus beidem. Wir bestehen aus vergänglicher Materie, das ist unser Leib, und wir bestehen aus unvergänglichem Geist, der ist durch unsere Seele da, und beides bildet bei uns eine Einheit. Und deshalb ist eine reine Therapie des Körpers ja nicht so zielführend, wie wenn ich da die Seele, das Geistige eben auch mit einbeziehe. Und da gibt es viele, viele Aspekte, die hier zu berücksichtigen sind. Also eigentlich, das war immer so meine Idee, würde ich gern so ein Gesundheitszentrum oder so ein Exerzitienzentrum, ja, besonderer Art jetzt eben gründen, wo dann auch dieses Leibliche, weil bei Exerzitien bist du oft nur beten und geistig und so weiter, aber du brauchst eigentlich ein bisschen mehr, du brauchst auch Bewegung, du brauchst diese Körperlichkeit, fehlt mir oft in der Kirche, dass die mit einbezogen wird, weil eben beides zusammengehört, Leib und Seele. Es gibt ja dieses alte Prinzip der Naturheilverfahren. Das heißt, der Arzt verbindet deine Wunden, der innere Arzt aber wird diese gesunden. Das ist ja das Prinzip, auf das das Naturheilverfahren gründet. Wobei so viel Naturheilverfahren wie möglich, aber dann natürlich Schulmedizin, wenn es notwendig ist, bei Operationen und so weiter. Also überhaupt keine Frage, da die Schulmedizin zu verteufeln, das ist überhaupt nicht unser Weg. Aber nochmal zu Pfarrer Kneipp. Er hatte ja fünf Wirkprinzipien. Das, was du gesagt hast. Heilung durch Bewegung, das machst du viel, du bist in der Muckibude und machst immer so. Heilung durch Ernährung, Heilung auch durch Kräuter, dann Heilung durch Wasseranwendungen und natürlich das fünfte Wirkprinzip nach Pfarrer Kneipp, und das ist ganz wichtig, da sind wir wieder bei der Stunde Seelsorge, Heilung durch innere Ordnung. Auf gut Deutsch gesagt, man kann so viel Wasser über jemanden drin drüber schütten, wie nur irgendwie möglich, aber wenn die Seele nicht in Ordnung ist, dann kann es auch keine ganzheitliche Heilung geben. Also oft war es so bei Pfarrer Kneipp, dass wenn er Ordnung in die Seele gebracht hat, vielleicht auch durch eine richtige, anständige, vollumfängliche Beichte oder durch die Ordnung von Beziehungen mit anderen Menschen, dann kam auch die Gesundheit wieder zurück oder zumindest leichter wieder zurück. Also, Thomas, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich hatte vor kurzem die Erfahrung, ich bin in einer bestimmten Bedrückung, wir haben Schwierigkeiten bei Mission und so weiter, möchte jetzt nicht ausführen, aber so, dass ich fast nicht schlafen konnte die letzten Wochen. Und ich habe dann einen Tag genützt, ja, um in einen Whirlpool, in eine Therme zu gehen und so weiter. Aber es hat nicht funktioniert, weil du sitzt dann zwar in dieser Therme, aber du bist dauernd in Gedanken eben jetzt belastet, ja. Und das funktioniert dann einfach nicht. Da kannst du dich nicht erholen. War dann nachher beichten. Wir haben viel gebetet. Der liebe Gott hat viele Probleme mittlerweile, ist er schon am Lösen und so weiter. Also dieses Geistige, ja, das Körperliche ist schon gut auch. Der heilige Thomas, der heilige Augustinus, wie seine Mutter gestorben ist, war in einer tiefen Traurigkeit und dann ist er auch in die Thermen von Ostia gegangen und hat sich dort in die Dampfkammer gesetzt. Das hat er auch ausführlich beschrieben, dass ihm das gut getan hat, in dieser Traurigkeit. Also das Körperliche gehört dazu, aber das eigentlich Geistige ist entscheidend. Ich war dann auch Beichtner, und das ist schon etwas, was man ganz wichtig auch mit einbeziehen muss. Wir sehen, wie wichtig das Geistige ist, ja, bei jedem Arztbesuch, wenn du da das Gefühl hast, du bist nur eine Nummer X irgendwas und wirst schnell abgeschasselt, ja, und das ist nichts, ja, während wenn du spürst, also die Ärztin oder der Arzt interessiert sich für dich, geht auf dich ein und so weiter, gibt dir einen guten Rat und so weiter, ein aufmunterndes Wort, ja, und dann, das ist ein wesentlicher Aspekt auch der Heilung und des Weges, wie man wieder gesund wird, nicht? Deshalb bitte auch betet um gute Ärztinnen und Ärzte.
Genau das sagt auch Professor Michals. Ich möchte ihn am Ende dieser Sendung platzieren. Ich weiß, dass ein ganz großer Teil meiner Wirkung als Arzt davon abhängt, dass ich das Vertrauen des Patienten in sich selbst stärken kann. Ein guter Arzt, das kann man vielleicht als Resümee jetzt für diese ganzen Verfahren hier nennen, die wir da aufgeführt haben, die wir diskutiert haben. Ein guter Arzt sollte außerdem nie eine subjektive Krankheits- und Heilungsüberzeugung eines Patienten als absurd oder unwissenschaftlich abtun, nur weil er sie nicht mit der von ihm gelernten Wissenschaft erklären kann oder weil sie in sein eigenes Weltbild nicht passt. Genau, also ich glaube, der Respekt des Arztes vor dem Patienten, vor der Patientin, wobei man schon aufpassen muss, also wenn es so in Richtung Quacksalberei geht und so weiter, also wenn dann Leute zum Beispiel Chemotherapie ablehnen, weil sie irgendeinen Guru haben, der stattdessen über sie betet, also da kenne ich auch wirklich Fälle, wo es dann schiefgegangen ist, wo die dann gestorben sind, also das geht natürlich nicht, aber ich glaube, diese Sensibilität des Arztes für den Patienten ist wirklich ein ganz großer Aspekt schon der Heilung. Ich bin dem lieben Gott sehr, sehr dankbar. Gott sei Dank habe ich noch nicht viele Krankheiten gehabt. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich eben diese guten christlichen Ärztinnen und Ärzte habe, mit denen ich befreundet bin. Bei den barmherzigen Brüdern, ja, inzwischen ist der gute schön in Pension jetzt gegangen, aber kümmert sich immer noch lieb um mich. Aber das ist einfach wirklich toll, ja, wenn du jemand hast, der auf dich eingeht, ja, und wo du das Gefühl hast, also ja, also hier bin ich in guter Hand. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt eben jetzt, der dir aber dann auch klar sagt, also du musst ein bisschen abnehmen und der nicht sagt, ist eh alles super, sondern der dir auch sagt eben, wie du auch körperlich therapiert werden kannst. Pater Karl, weißt du, was das hier ist? Eine Pfeife? Was ist das? Nein, das berühmte Kneipp-Gussrohr aus Bad Wörishofen, original aus Metall, für Wasseranwendung. Also ich gehe nicht da in irgendwelche Whirlpools, sondern ich mache in der Dusche, habe ich das angeschlossen. Ja. Und Anwendungen unterhalb dem Bauchnabel beruhigen, also abends das so über die Oberschenkel und Füße fließen zu lassen. Oder dann auch die Arme in kaltes Wasser, das wirkt ja wie ein Espresso, hat die gleiche Wirkung. Also Pater Karl, du solltest mal die Methode vom guten alten Kneipp vielleicht doch mal versuchen. Es wird dir gut, also, und du wirst schlafen wie ein Baby, Pater Karl. Das mit dem Guss kenne ich nicht so, aber eben dieser Wechsel, das hat uns der Martin Rinderer, dieser erwähnte Physiotherapeut, der hat uns das sehr klar gesagt, der Wechsel von kalt und heiß ist ganz entscheidend. Ja. Also das macht im Körper etwas, das animiert, das produziert dieses sogenannte braune Fett, ja, das eben jetzt dann bei dem Abbau von Weizenfett zuständig ist, was ich mir da so gemerkt habe. Also bitte eben, das ist ein wirklich wichtiges Thema, schaut auf eure Gesundheit, ja, aber bitte nehmt den lieben Gott auch immer dazu. Pater Karl, damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Tolles Schlusswort. Jetzt bitte ich dich nur um ein Gebet und den Segen. Herr Jesus, du bist gekommen, um uns zu heilen. Dein Name ist Heiland. Du möchtest auch unser irdisches Heil. Deshalb gib uns die Klugheit, die richtigen medizinischen Mittel zu ergreifen, wenn wir krank sind. Und gib uns gute Ärztinnen und Ärzte, die uns helfen, gute Ratgeber. Vor allem aber bitte ich dich, dass wir das große Ziel, das ewige Heil, die Ewigkeit nach diesem irdischen Leben, das wir nicht ohne Ende verlängern können, das einmal enden wird, dass wir dieses Ziel der Ewigkeit, das Heil bei dir, immer im Blick haben, bei allem, was wir auf Erden an Genesungsprozessen von dir erbitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch, und wenn ihr krank seid, dann tröste, stärke und heile euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften. Bleibt mir noch das Wort aus Jesus Sirach. Da heißt es, verachte nicht den Arzt, denn auch ihn hat Gott erschaffen. Und nochmal die Aussage am Ende dieser Sendung: Zu Risiken und Nebenwirkungen dieser Sendung befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sehr gut.